Hi und willkommen bei WG Backstage. Bald schon startet die neue Jungs-WG 2019. Dann geht's für 5 Jungs nach Amsterdam. Wie das Casting so abläuft und was bei der Vorbereitung alles so passiert und wer es am Ende auch dann in die WG schafft, das erfahrt ihr alles von mir. Ich selbst war vor 2 Jahren auch bei der Jungs-WG in Barcelona. 4 Wochen ohne Eltern, mit den Jungs in einer fremden Stadt, den ganzen Tag Spaß haben, das war ungelogen die geilste Zeit in meinem ganzen Leben. Ach so, warte, Jungs, da steht noch was. Viel Spaß bei eurem Urlaub ohne Eltern. Ja, yeah, Mann! Yeah, Mann. Yeah, das ist geil. Einen eigenen Pool zu haben, das ist so mega krass, weil man kann zu der Zeit, wenn man einfach sagt, ja okay, ich gehe jetzt ins Wasser, mir ist warm, dann kann man einfach eben ins Wasser springen. Auch für Amsterdam haben sich wieder über 1000 Jungs beworben. Die können natürlich nicht alle in die Villa einziehen, denn dann würde sie aus allen Nähten platzen. Deswegen muss beim Casting entschieden werden, welche 5 Jungs in die WG einziehen dürfen und das passiert in 5 Schritten. 1. Zuallererst muss man sich natürlich bewerben. Ich hatte damals mega Lust auf ein Abenteuer und habe mich dann einfach bei der Agentur in Hamburg beworben. Man muss dann einfach ein paar Fotos und Videos von sich einschicken und ganz wichtig ist, dass die Eltern auch das okay geben. 2. Das Videocasting. Jemand vor der Agentur meldet sich und man skypt eine Weile. Bei mir war das damals Jessica. Ich war natürlich mega aufgeregt, was eigentlich gar nicht nötig ist. Denn es ist nicht so wie eine Prüfung, sondern man unterhält sich einfach über Familie und Freunde. Okay, also mein Name ist Ivo Melche, ich komme aus Solingen, ich bin 14 Jahre alt. Meine Hobbys sind es, einfach mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren, was von der Natur zu entdecken oder einfach durch die Gegend rumzureisen. Dann nehme ich gerne mal meine Kamera mit und schneide das dann nachher an meinem Laptop zusammen und lade das dann auf YouTube hoch. Und ja. 3. Bei Schritt 3 wird es langsam ernst. Entweder man fährt zur Agentur nach Hamburg hin oder jemand kommt zu einem nach Hause. Das kommt immer darauf an, wo man wohnt. Hier geht es einfach darum, dass man sich gegenseitig besser kennenlernt, doch auch ich wusste dann, worauf ich mich einlasse. Und dann wird entschieden, wer es bis in die Homestory des Castings schafft. 4. Die Homestory. Da kommt dann wirklich ein Kamerateam zu einem nach Hause hin und man dreht mit Familie und Freunden. Ich war an dem Tag mega aufgeregt und nervös. Aber mein kleiner Tipp an die Kandidaten ist, macht euch vorher einfach ein paar Gedanken, was ihr dem Team zeigen wollt und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Bei mir sah das Ganze dann so aus. Hallo, ich bin Chinidu, ich bin 14 Jahre alt, ich wohne hier in Solingen und das ist mein Zuhause. Hier habe ich mein Longboard, wo ich jetzt auch schon länger nicht mehr mitgefahren bin, weil das Wetter einfach nicht dazu da war. Aber jetzt ist wieder gutes Wetter, also kann ich jetzt auch wieder damit fahren. Ja, hier haben wir jetzt noch ein Foto, das ist ein Kindergartenfoto von mir. Also hier bin ich. Und das war früher mein bester Freund im Kindergarten. Es ist natürlich erstmal etwas unangenehm, vor der Kamera so viel privates Zeug zu erzählen. Doch bei mir hat es sich gelohnt, denn ich wurde eingeladen zu Schritt 5. Das Endcasting. Das Endcasting ist der allerwichtigste Schritt, denn hier wird entschieden, wer wirklich in die WG einziehen darf. Das würde mich mal interessieren. Was ist für dich wichtig an einer guten Freundschaft? Dass man, wenn man irgendwie Probleme hat, dass man sich gegeneinander hilft und nicht, dass es immer nur einseitig ist. Ja, also das ist, finde ich, das Wichtigste und dass man mit den Freunden Spaß haben kann, das finde ich auch sehr wichtig. Worüber redest du jetzt mit denen jetzt konkret? Das würde mich nochmal interessieren. Redet ihr über Mädchen, wenn ihr nicht über Nachrichten und so weiter redet? Worüber redet ihr denn dann den ganzen Tag? Also ich habe einen Freund, mit dem ich viel über Mädchen rede, mit einem Freund rede ich viel über das Internet, also über Schnittprogramme zum Beispiel, weil der schneidet halt Videos und so. Und mit dem rede ich darüber viel. Bei mir hat das alles zum Glück geklappt, denn ich durfte mit in die WG nach Barcelona ziehen. Und wer es dieses Jahr bis ins Endcasting und dann auch in die WG schafft, das erfahrt ihr in den nächsten Backstage-Stories. Hier auf ZDF TV oder in der TV-App. Bis dann, ciao!